Sie möchten kochen, braten, backen und ein Dessert herstellen. Und das mit möglichst wenig Zeitaufwand und geringem Energieverbrauch? Sie wollen nicht, dass sich Töpfe, Pfannen und Schüsseln als Abwasch stapeln? Ein Multikocher ist eventuell das richtige Gerät für Sie. Er führt Sie Schritt für Schritt durch den Koch- und Backprozess, hält viele Einstellungen bereit und kocht mit der Slow-Cook-Funktion Ihre Zutaten langsam und schonend, sodass sehr viele Nährstoffe erhalten bleiben. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Crock-Pot CSC051-01 Multikocher. Der Crock-Pot CSC051-01 Multikocher hat 8 voreingestellte Menüoptionen. Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Einstellungen: Fleisch-Eintopf, Bohnen-Chili, Reis-Risotto, Joghurt, Geflügel, Nachtisch, Suppe, manueller Modus. Dank des großen Fassungsvermögens von 5,6 Litern bietet der Multikocher Platz für ein umfangreicheres Mahl, falls Sie einmal Gäste erwarten. Rezepte für den Dampfgarer finden Sie im PDF-Kochbuch, das Sie sich nach dem Kauf kostenlos herunterladen können. Sie finden an dem Mehrzweckdampfdrucktopf von Crock-Pot ein laut Herstellerangaben benutzerfreundliches Bedienfeld mit LED-Display vor. Mit dem Timer können Sie den Beginn der Kochzeit verzögern, um Ihre Mahlzeit im Voraus vorzubereiten. Darüber hinaus hat der Multikocher eine Druckanzeige und eine automatische Warmhaltefunktion. Das Gehäuse besteht aus gebürsteltem Edelstahl. Der Dampfdrucktopf hat eine Größe von 30,8 x 34 x 34,4 cm und ein Gewicht von 5,8 kg. Was bedeuten die Abkürzungen UL, ULC und CE? UL steht für Underwriters Laboratories. Das ist ein unabhängiges Institut mit Hauptsitz in Northbrook im US-Bundesstaat Illinois. Es prüft und zertifiziert verschiedene Materialien, Komponenten und Prozesse hinsichtlich ihrer Sicherheit. ULC steht für Underwriters Laboratories of Canada und CE für Conformité Européenne, was übersetzt europäische Konformität bedeutet. Das CE-Kennzeichen besagt, dass ein Produkt den europäischen Mindestanforderungen für Sicherheit entspricht. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Krups CZ7101 Cook4Me Plus Multikocher. Der Krups CZ7101 Cook4Me Plus Multikocher verfügt über 150 vorprogrammierte Rezepte. Es gibt 6 verschiedene Kochprogramme und 48 eingespeicherte Zutatenmenüs. Sowohl die Zutatenmenüs als auch die 150 digitalen Rezepte rufen Sie per Plug und Amp Play ab und erhalten daraufhin automatisch eine entsprechende Kochanleitung. Die Bedienung mittels Drehknopf soll dank des Scroll- und Amp-Klicksystems sehr einfach sein. Bei den 6 verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten wählt das Gerät das richtige Drucklevel je nach gewähltem Rezept oder gewählter Zutat automatisch aus. Der Multikocher von Krups hat einen automatischen Kochassistenten. Er passt die Zutaten und die Garzeit automatisch der Personenzahl an und beschreibt ihnen auf dem Display, was sie als nächstes tun sollen. Mit genauen Schritt-für-Schritt-Anweisungen leitet sie der Kochassistent den Herstellerangaben zufolge durch den Kochprozess und wählt automatisch die passende Kochmethode aus. Mit der Schnellkochfunktion, bei der unter Druck gegart wird, sparen sie laut Hersteller viel Zeit. Ihre Mahlzeit halten Sie mit der automatischen Warmhaltefunktion für bis zu 1,5 Stunden warm. Darüber hinaus haben Sie mit dem Gerät die Möglichkeit, den Kochstart um bis zu 15 Stunden zu verzögern. Der Multikocher hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern und ein Nutzvolumen von 4 Litern. Das ist den Herstellerangaben zufolge ausreichend, um für Sie allein oder Ihre ganze Familie zu kochen. Der Garkorb ist für die Spülmaschine geeignet. Durch seine Antihaftbeschichtung können Sie ihn alternativ per Hand reinigen. Im Lieferumfang finden Sie den Multikocher mit Dampfgareinsatz und abnehmbarem Stromkabel sowie eine Bedienungsanleitung. Wie leicht ist ein Multikocher zu reinigen? Aufgrund der speziellen Beschichtung kann laut Herstellern im Topf nichts anbrennen und es sind kaum Rückstände zu sehen. Es reicht daher oftmals aus, wenn Sie den inneren Topf mit Wasser abspülen und mit einem Spülschwamm und Spülmittel auswischen. Alternativ können Sie den inneren Topf in die Spülmaschine geben.
Der nächste Produkt in unserer Liste ist Russell Hobbs 21850-56 Multikocher Krups CZ7101 Cook4Me Plus Multikocher. Der Russell Hobbs 21850-56 Multikocher besitzt 11 Kochprogramme. Sie haben die Wahl zwischen Schongaren, Dampfgaren, Suppe, Eintopf, Fleisch, Fisch, Reis, Brot, Kuchen, Joghurt, Haferbrei. Neben Joghurt können Sie mit diesem Multikocher von Russell Hobbs auch Haferbrei zubereiten. Lange als altmodisches und geschmackloses Gericht verpönt, erfreut sich Haferbrei oder Porridge inzwischen als gesundes Frühstück immer größerer Beliebtheit. Dank dem programmierbaren Verzögerungstimer können Sie den Kochstart bis zu 24 Stunden im Voraus einstellen. Laut Herstellerangaben sind alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, langlebig und frei von BPA. Die Oberfläche des Multikochers besteht aus Edelstahl mit Kunststoffapplikationen. Mit der automatischen Warmhaltefunktion kann die Mahlzeit eine Weile stehen bleiben, ohne dass sie auskühlt. Der Multikocher hat ein Fassungsvolumen von 5 Litern, was den Herstellerangaben zufolge ausreicht, um für Sie selbst und die ganze Familie zu kochen. Sämtliches Zubehör können Sie zum Reinigen in die Spülmaschine geben. Im Lieferumfang finden Sie den Multikocher mit Dampfkorb, einen Messbecher, einen Schöpflöffel, eine Schöpfkelle und einen antihaft beschichteten Kochtopf. Die Maße des Multikochers umfassen 42,3 x 31,7 x 28,8 cm und das Gewicht beträgt 4,71 kg. Ist jeder Multikocher für die Zubereitung von Brot und Joghurt geeignet? Nicht mit jedem Multikocher können Sie Brot oder Joghurt herstellen. Schauen Sie daher immer genau auf die Angaben des Herstellers. Mehr zu den verschiedenen Arten und Funktionen von Multikochern erfahren Sie in unserem Ratgeber. Der nächste Produkt ist Ninja Foody OP500 EU Max Multikocher. Der Ninja Foody OP500 EU Max Multikocher kombiniert 9 Garfunktionen. Schnell kochen. Heißluft frittieren. Langsames Garen. Backen braten. Grillen. Dämpfen. Scharfes Anbraten sortieren. Joghurt und Garfunktion. Mit dem Gerät lassen sich ganze Hähnchen bis zu einem Gewicht von 2 kg oder 1,1 kg Pommes frittieren. Dank der Timerfunktion ist immer alles pünktlich auf dem Tisch. Frittieren, Dampfgaren, Schongaren oder Schnellkochen, alles klappt mit nur einem Gerät. Es gibt einen Dampfdruckdeckel sowie einen Crispdeckel, mit dem die Gerichte kross werden. Die Warmhaltefunktion hält das Essen bis zu 12 Stunden warm. Der Kochtopf hat ein Fassungsvermögen von 7,5 Litern, der Knusperkorb fast 3,6 Liter. Laut Hersteller lassen sich damit Gerichte für bis zu 6 Personen zubereiten. Die Fritteuse ohne Öl benötigt 75% weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden. In der Ninja Heißluftfritteuse lassen sich große Beilagen wie frittierte Champignons oder frittierte Zucchinischeiben im Teig zubereiten. Auf dem Wendegestell kann parallel dazu frischer Lachs gegrillt werden. Mit der Schongar-Funktion können Sie köstliche Mahlzeiten wie Schmorbraten mit feinen Kartoffeln, Geschmort-Putenkeule mit gegrillter Paprika und Schweinefleisch gezogen im ofenwarmen Brot servieren. Was muss ich beim Kochen mit Dampfdruckfunktion beachten? Gehen Sie sicher, dass das Druckablassventil immer sauber ist, damit die Funktion Ihres Multikochers nicht beeinträchtigt wird. Der nächste Produkt in unserer Liste ist TZS First Austria Multikocher Ninja Foody OP500 EU Max Multikocher. Der TZS First Austria Multikocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 6 Litern, sodass Sie laut Herstellerangaben Gerichte für die ganze Familie darin zubereiten können. Das mitgelieferte Rezeptheft liefert Ihnen die nötigen Ideen, damit Sie nicht jedes Mal darüber nachdenken müssen, was Sie kochen sollen. Es gibt darüber hinaus viele Rezeptvideos auf YouTube zu diesem Gerät. Die Kochfunktion ist bis zu 24 Stunden im Voraus programmierbar. Sie haben die Wahl zwischen 8 automatischen Programmen wie Suppe, Nudeln, Reis, Bohnen, Fleisch, Kochen, Heizen,
Nach dem Kochen können Sie die Mahlzeit bis zu 24 Stunden bei 60 bis 80 Grad warm halten. Der Hersteller garantiert, dass alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, frei von BPA sind. Der herausnehmbare Innentopf hat eine Antihaftbeschichtung besitzen, sodass Ihre Gerichte nicht anbacken und Essensreste leicht zu entfernen sind. Der Multikocher von TZS First Austria ist seitlich mit zwei praktischen Tragegriffen ausgestattet. Zwar ist der Innentopf laut Hersteller für die Spülmaschine geeignet, jedoch sollten Sie ihn öfter per Hand reinigen, um die Beschichtung zu schonen. Die Lieferung umfasst den Schnellkochtopf mit herausnehmbarem Topf, einen Messbecher mit Skala, einen Reislöffel, ein Netzkabel und ein Rezeptheft. Der Multikocher besitzt die Abmessungen 36 x 31 x 32 cm und ein Gewicht von 4,63 kg. Was ist BPA und wie schädlich ist es? BPA ist die Abkürzung für die Chemikalie Bisphenol A. Beim Erhitzen kann sich die Substanz lösen und in die Nahrung und unseren Organismus gelangen. Dort kann sie unseren Hormonhaushalt stark beeinträchtigen. Daher sollten Sie immer darauf achten, dass Kochtöpfe von Multikochern frei von BPA sind. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Redmond M800 SE Multikocher TZS First Austria Multikocher. Der Redmond M800 SE Multikocher verfügt über 20 Programmfunktionen für Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, vegetarische Gerichte, verschiedene Breis, Suppen und Beilagen. Sie können mit dem Gerät kochen, schmoren, braten, garen, dämpfen, Gerichte aufwärmen und backen. Der Multikocher vereint viele Küchengeräte wie Backofen, Mikrowelle, Dampfgarer, Schnellkochtopf, Aerogrill, Brotbackautomat. Die Bedienung des Multikochers erfolgt über ein LC-Touch-Display. Nach dem Kochen können Sie Ihre Gerichte für 24 Stunden warm halten. Ein Highlight dieses Geräts ist, dass Sie Joghurt, Quark, Käse, Fondue und Teige herstellen können. Darüber hinaus können Sie selbstgemachte Pommes frites damit frittieren. Der Innentopf hat ein Fassungsvermögen von 5,0 Litern und ist damit den Herstellerangaben zufolge zum Kochen für die ganze Familie geeignet. Das Material des Innentopfes besteht aus Keramik mit Antihaftbeschichtung. Sie erhalten mit dem Multikocher den Innentopf, einen Dampfeinsatz, einen Löffel, einen Messbecher, 6 Joghurtbecher, einen Kochlöffelbehälter und ein Rezeptbuch mit 100 Rezepten speziell für dieses Modell. Ein Highlight ist, dass der Redmond M800 SE Multikocher mit einer App kompatibel ist. Der Nutzer kann den Anwendungsmodus starten oder stoppen, Aufwärm- und Zeitverzögerungsfunktionen von jeglicher Entfernung aus steuern. Für wen eignet sich ein Multikocher? Solch ein Gerät ist für jeden ein praktischer Küchenhelfer, ob Sie Kochanfänger oder Kochprofi sind. Ob Sie in einem Single-Haushalt wohnen oder für eine große Familie kochen, spielt keine Rolle. Ein Multikocher sorgt für ein effizientes Zubereiten verschiedener Speisen und ist leicht zu bedienen. Der nächste Produkt ist Amazon Basics Multikocher. Der Multikocher von der Amazon Eigenmarke ist ein Allzweckschnellkochtopf mit insgesamt 15 Funktionen in einem. Mit einer Leistung von 1000 Watt ausgestattet hat das Gerät genug Power, um Dampf, Wärme oder Druck für geschmackvolle Gerichte in kurzer Zeit zu kreieren. Mit einem Fassungsvermögen von 5,5 Litern kann das Gerät alles kochen, von einem ganzen Huhn bis hin zu einer kleinen Portion gedünstetes Gemüse. Es ist ein ideales Gerät für die Bewirtung von Gästen oder für das alltägliche Kochen. Tipp: Dank des Cooltouch-Gehäuses können Sie den Multikocher beim Kochen anfassen. Das Gerät ist außerdem mit einer Kindersicherung ausgestattet. CE, UL und ULP zertifiziert mit 10 bewährten Sicherheitsmechanismen. Der elektrische 15IN1 Schnellkochtopf von Amazon Basics ermöglicht einen sicheren Gebrauch und eine absolut sorgenfreie Verwendung. Der Schnellkochtopf verfügt über ein einfach zu bedienendes, digitales Bedienfeld mit LED-Anzeige. Mit dem Timer lässt sich der Start der Kochzeit um bis zu 24 Stunden verzögern. Für eine verbesserte Steuerung sorgt der manuelle Modus. Ein automatischer Warmhaltemodus hält die Temperatur der Speisen konstant auf Serviertemperatur. Wer steckt hinter Amazon Basics?
Amazon Basics ist kein Hersteller, sondern eine Marke. Hinter dieser verbergen sich mehrere Hersteller, denn von Amazon Basics gibt es nicht nur einen Multikocher, sondern auch Kabel, Adapter, Batterien, Mülleimer, Pfannen oder Kochtöpfe. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.